Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich endlich das Unboxing von der Taobox aus Juli und August. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box erscheint alle 2 Monate, kostet 29 Euro und man muss schnell sein, wenn man sie haben möchte. Meistens veröffentliche ich mal Videos ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo sie das nächste Mal wieder bestellbar ist. Ansonsten schau einfach mal in der Infobox vorbei, da habe ich dir einen Link reingesetzt zur Newsletter-Anmeldung. Und ja, man muss nämlich immer schnell sein, wenn die Box rauskommt tatsächlich, weil die so begehrt ist. Taoasis, die ja quasi die Box machen, haben ja auch einen eigenen Online-Shop, wo man die Produkte bestellen kann. Und der Wert der Box ist immer deutlich höher als das, was man für die Box bezahlt. Und deswegen ist sie so heiß begehrt. Mir geht es um Aromatherapie. Chillness, das, was ich mal bräuchte. Und genau. Ich hatte gerade ein bisschen Angst hier. Wow. Sammy, alles gut. Wir haben überlebt. Wir haben überlebt. Okay, ich habe jetzt mal den Deckel aufgemacht. Und hier haben wir so ein Papier. Und ein Klebe, den ich jetzt mal aufmache. Da sieht er natürlich recht gut aus, wenn das so ein recyceltes Papier ist. Und hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit dem Motto: Wünsch dir was, ist das Motto. Mega. Und wenn man so ein bisschen das recycelte Krüppelpapier zur Seite schiebt, dann haben wir hier auch den ersten Blick in die Box. Ich bin ja mal sehr gespannt, was da dieses Mal drin ist. Okay, so, zuallererst gucken wir mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Ne? Ja, wünsch dir was für die Taobox. Für die Taobox oder mit der Taobox? Ich weiß nicht, wenn ich mir was wünschen dürfte, dass alles gut wird. Wäre ganz cool. Ich bin gerade in so einer crazy Phase meines Lebens. Fruchtig frisch, kuschelig warm oder doch sanft aromatisch. Zugegeben, bei der Vielfalt an Pflanzen, ätherischen Ölen und Duftkompositionen fällt die Auswahl des persönlichen Lieblingsduftes manchmal gar nicht so leicht. Und trotzdem haben wir doch alle diesen einen Duft, der uns einfach nicht mehr loslässt und immer wieder betört. Oh ja. Um herauszufinden, welcher das bei euch ist, haben wir euch abstimmen lassen über eure duftenden Lieblinge aus den Bereichen Raumbeduftung, Aromatherapie und Aromaküche. Die Siegerprodukte dieses ganz besonderen Votings haben sich exklusiv ihren Platz in der Taobox Wünsch dir was gesichert. Ach, guck mal. Ob dein Lieblingsduft auch dabei ist, schnupper doch mal. Viel Freude beim Auspacken und Entdecken, dein Taobox-Team. Das ist ja cool. Okay, ja, hier ist auch schon so ein bisschen lavendelmäßig was eingeblendet. Also das scheint hier mit Hanf und so weiter zu sein. Das ist ja interessant. Und ja, hier sind Produkte aufgeführt. Du willst deine Lieblingsprodukte in unserem Online-Shop bestellen, dann nutze deinen exklusiven Taobox-Gutscheincode und wir geben dir 15% Rabatt. Ja, der ist bis zum 31.08. gültig und so lange werde ich, nee, das werde ich nicht schaffen, mein Video vorher online zu stellen, deswegen sorry. Ja. Okay, so, wir gucken jetzt mal rein. Ich bin ja mal sehr gespannt. Okay, das hier hatten wir schon mal, hatte ich auch schon mal in der Box mit dabei gehabt. Das ist, ja, war bei der Höhle der Löwen der Aspura Clip Mini Breezer Lavendelduft. Entspannung für dich. Neu, 2 Clips. Okay, das ist eine neue Formulierung. Ergonomisch und bequem. Okay, das fand ich nämlich gar nicht bequem, als ich das letzte Mal hatte. Mit Duftetui für die Tasche. Okay, und hier haben wir Lavendel und Orange, die Wellness-Oase drin. Das werde ich dann jetzt doch nochmal ausprobieren, denn als ich das letzte Mal hatte, war das halt nicht in dem neuen Design. Da hat mir das halt nicht so gut gefallen. Das war halt sehr störend, so zwischen den Nasen, also wie dieser Nasen, die Nasenscheidewand, so heißt es glaube ich, ne? Was dazwischen ist, dieses Stückchen. Ja. Und ja, würde ich jetzt aber mal ausprobieren und da bin ich mal gespannt drauf, wie das so sein wird. Werde ich euch im Aufgebraucht-Video von berichten. Dann habe ich hier etwas mit dabei und das ist ein Duftset. Sowas finde ich immer super schön. Ruhe und Entspannung mit Schlafgut Duftset. Das ist dieses hier. Und ich mag diese Duftsets von Taoasis echt gerne. Hier haben wir jetzt auch den Orange- und Lavendelduft mit dabei. Und das ist immer so ein kleines Fläschchen, was in diesen Sets mit dabei ist. Und das ist halt hier der Duft einmal, ne? Und die kann man auch genauso dort kaufen. Lavendel und Orange ist natürlich echt mega. Lavendel mag ich total gerne und das beruhigt ja auch. Orange, ja, kann man haben. Ist für mich halt so ein Wohlfühlduft, ne? Das ist jetzt ja eigentlich die Juli und August-Box. Und da bin ich jetzt eigentlich nicht so auf Orange. Das kommt halt mehr so Richtung
Winter, dass ich das gerne rieche, weil da geht es dann ja auch wirklich um Weihnachten und so. Aber gut, ich packe ja auch schon Adventskalender aus, ne? Dann kann man das auch eher machen. Und das macht man dann offensichtlich hier rein, in dieses Pöttchen. Und dadurch, dass es halt diese raue Speckstein Oberfläche nicht hat, sondern doch, ja, Material hat, wird sich das dann da hochziehen. Und ich denke, von innen wird das auch sein. Und da wir hier an dem unteren Bereich eine glatte Glasierung drüber haben, wird es quasi nicht hier unten rauskommen oder an den Seiten, sondern wirklich nur hier oben. Und dann hast du halt diese Beduftung. Das finde ich total cool. Bisschen Prömpel mit drauf. Das finde ich cool. Und sowas ist ja auch, ne, passt an jedes Bett gefühlt, ne, weil das halt einfach klein ist. Das mag ich gerne. Ich gebe mir aber solche Düfte ganz gerne einfach so in Raumspray mit rein. Oder ich habe ja auch diese Viecher, wo ja diese Stäbe und so weiter drin sind. Da mache ich mir gerne auch Raumdüfte rein. Oder ich mache mir dann nur Wasser mit eben diesen Ölen oder so mit rein. Ne? Das geht auch tatsächlich. Mag ich ganz gerne. Ja. Ja, cool. Ich muss nur reinbrockeln wieder hier alles. Das finde ich cool. Endlich entspannt einschlafen und durchschlafen. Wenn aufwühlende Gedanken und Sorgen dich nicht zur Ruhe kommen lassen, erleichtern Lavendel und Orange das Loslassen und Entspannen. Der beruhigende Duft aus 100% naturreinen ätherischen Ölen sorgt für eine kuschelige Atmosphäre und einen gesunden Schlaf, einen gesunden Schlaf unterstützt. Ich kann jetzt tatsächlich endlich durchschlafen, weil ich was sehr Entscheidendes in meinem Leben verändert habe. Aber ja, viel hilft viel. Dann habe ich hier, den hatte ich auch schon mal, der ist ganz gut, Bio-Raumspray mit Benzoe und Sandelholz. Also das ist Hardcore vom Duft her, das sage ich euch. Ja, Buddha ist hier irgendwie abgebildet, ne? Der Buddha-Duft steht hier auch mit drauf. Das kann man halt auch wegen diesem Sandelholz, hat das echt so ein bisschen dieses meditative Runterkommen. Man fühlt sich sanft eingelullt, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist so angenehm. Das ist halt ein Sprayer. Wenn ich das hier in diesem kleinen Raum sprühe, der riecht hier. Also wir haben es jetzt abends um 10:30. Wow. Aber ne, der wird hier die ganze Zeit so riechen und Sammy wird durchdrehen wahrscheinlich. Frisst er seine Pfoten mal wieder auf. Ja, genau, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Aber der ist wirklich, wir haben sonst sehr große Räume. So, dann haben wir hier noch allerhand von diesen kleinen Duftflakons. Und zwar haben wir hier einmal, ja, den Rosenduft. Das finde ich herrlich, ist richtig toll. Ich liebe Rosenduft, ich mag so gerne diese blumigen Düfte. Das ist einfach meine Welt. Die kannst du auch in deinen Waschball mit reinmachen, ne? Wenn man halt auf Waschmittel verzichtet. 10 Milliliter, mega geil. Und dann ist auch noch Lemongrass mit dabei mit 10 Millilitern. Richtig cool. Das ist auch so ein eher frischer Duft. Das mag ich auch gerne. Und die kannst du natürlich auch kombinieren. Die kannst du auch teilweise in dieses Massageöl mit reinmachen. Da haben wir auch einige schon von hier. Hier haben wir auch so ein Massageöl. Und zwar ist das Körperöl für die Schönheitspflege und Aromamassage mit Hanf. Ein Traum. Ja, das ist natürlich sehr entspannend und das finde ich ganz cool. Muss ich wirklich sagen, ne? Ja, das kann man gut verwenden. Das kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Und das letzte Produkt, glaube ich, ja, was wir hier drin haben, ist so ein Roll-On-Kopfwohl. Ich habe oft Migräne, ich habe Kopfschmerzen und so weiter, Stresskopfschmerzen und so. Und das hier ist der Aroma Roll-On Kopfwohl. Ja, den kannst du dir so an die Schläfen machen oder in den Nacken oder so oder hinter die Ohren. Das ist so angenehm. Und dann massiert man das halt sanft ein und dann gehen die Schmerzen halt ein bisschen weg. Ne? Das ist jetzt kein Medikament, muss man halt bedenken. Funktioneller Roll-On zur aromakosmetischen Anwendung, 100% naturreine ätherische Öle in Verbindung mit hochwertigen Basisölen pflegen und helfen, sich zu entspannen. Bei Bedarf dünn auf Schläfen, Nacken und Solarplexus oder Fußsohlen abrollen. Ach, interessant. Auf den Fußsohlen, das wusste ich ja auch noch nicht, ne? Ist cool. So, das hier dürfte jetzt die Tao-Box gewesen sein. Ich blätter noch einmal schnell durch, ob ich vielleicht nicht irgendwo ein kleines Produktchen vergessen habe. Ach, guck mal, du kannst hier zum Beispiel auch das Lemongrass-Öl zusammen mit Ahornsirup, einer reifen Mango und Orangensaft zu einem Getränk verbinden. Denn manche Öle, die hier mit drin enthalten sind in der Box oder auch im Shop, sind nicht nur zur Aromatherapie, sondern auch für die Nahrung. Wie nennt sich das genau? Aroma...
Food, Aromaküche gedacht, genau. Und das ist natürlich ganz praktisch. Und hier hast du halt immer die Rezepte dann auch direkt mit dabei, zusammen mit den Produkten, die da halt so enthalten sind. Ja, und du kannst hier noch so einen Aromadiffuser gewinnen. Massageölwärmer, Quatsch, kein Aromadiffuser. Machst du auf Instagram mit, im Wert von 29,90 Euro. Kann man dort auch im Onlineshop kaufen. Finde ich cool. Also das war eine nette Box, die hat mir gut gefallen. Und die Wünsch dir was Box entspricht auf jeden Fall meinem Geschmack. Also meinem Geruchsgeschmack und meinem Geschmack, Lemongrass und so. Ja, vielen Dank, liebes Taobox-Team oder Taoasis-Team für die Zusendung der Box. Und ja, wenn du gerne was gewinnen möchtest, und ja, dann schau doch gerne mal in der Infobox vorbei, denn in diesem Video kannst du ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket gewinnen. Alle Teilnahmebedingungen, wie gesagt, unten in der Infobox. Und jo, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!